Warum sind Sie Professor geworden? Mir taugt es, wenn man einfach die Welt, wie sie ist, entdecken und erforschen kann. Und für mich ist das eigentlich meine Aufgabe, also so sehr wie meine Aufgabe als Lehrer, dass ich jungen Menschen hilft, dass die Welt entdecken. Warum sind Sie Professorin geworden? Weil ich gerne mit jungen Menschen zusammenarbeite und weil ich Französisch und Spanisch gerne jeden Tag anwende. Was ist das Schwierigste an diesem Beruf? In meinem Fall zum Beispiel in Deutsch nehmen auch die Korrekturarbeiten einen sehr großen Teil der Freizeit in Anspruch. Wenn man älter ist, und dazu darf ich mich in der Zwischenzeit zählen, wird es immer schwieriger, sich in die Lebenswelt der Jugend, der jungen Menschen, die man unterrichtet, hineinzudenken, und das macht manchmal Probleme. Das Schwierigste an meinem Beruf ist die Benotung. Man muss ständig diskutieren, um zu einer gerechten Note zu kommen, aber meistens funktioniert es. Dass man die Schüler liebt, auch und Schülerinnen liebt, auch wenn sie manchmal auf den Keks gehen. Das Schwierigste ist, finde ich, die guten Schüler nicht zu unterfordern und die nicht so guten Schüler nicht zu überfordern. Schwierig ist auch natürlich mit meinen Fächern, dass man die Schüler und Schülerinnen und Schüler bei Laune behält, bei Laune hält und für Wirtschaftsthemen generell begeistern kann. Warum haben Sie genau die BBS Rohrbach ausgewählt? Unser Mitbruder, der Herr Stefan, in Pension gegangen gewesen. Es war also sozusagen wieder die Frage, ob wer von uns, von der Stiftsgemeinschaft, da unterrichten kann. Und im Gymnasium war damals schon der Herr Paulus als Religionslehrer. Und deswegen ist mir das zugeteilt worden. Und ich habe gemerkt, dass mir das wirklich auch von der Altersklasse her am meisten. Die BBS Rohrbach hat mich ausgewählt. Ich habe mich beworben beim Landesschulrat und ich bin an diese Schule vorgeschlagen worden. Ich bin gebürtiger Rohrbacher und habe durch Bekannte erfahren, dass in der BBS Rohrbach eine Stelle frei ist. Und zufällig habe ich die richtigen Unterrichtsfächer studiert und habe dann sofort eigentlich in der BBS Rohrbach angefangen. Aus welchen Gründen haben Sie diese bestimmten Unterrichtsfächer gewählt? Ich war schon sehr früh Literatur interessiert, das hat vor allem mit meiner älteren Schwester zu tun, die sehr viel gelesen hat und mir sozusagen viele Bücher anempfohlen hat, die ich dann gelesen habe. Und dieser Literaturbezug war wahrscheinlich dann ausschlaggebend, dass ich Deutsch gewählt habe. Deutsch ist meine Leidenschaft, Religion ist meine Leidenschaft und beide Sachen sind auch meine großen Hobbys. Ich lese gerne, gehe gerne ins Theater, gerne in die Kirche. Es macht mich aus. Das ist meine Berufung, glaube ich. Ja. Beide Fächer sind meine Berufung und meine Leidenschaft. Nach der Matura ging ich für ein Jahr nach Frankreich. Dort habe ich Menschen, Sprache, Kultur lieben gelernt. Dann war klar, es wird Französisch. Meine beste Freundin, meine Spanierin, die Marina. Und sie hat mich nach Barcelona eingeladen. Dort habe ich ihre Familie kennengelernt. Und dann war auch die zweite Sprache klar, Spanisch. Da habe ich dann studiert und unterrichte beides mit Freuden.
Fachschule für wirtschaftliche Berufe, Dienstleistungsmanagement. Ich habe die Fachschule für wirtschaftliche Berufe ausgewählt, weil ich nach der neuen Mittelschule nicht mehr wusste, was ich machen sollte und später gerne in einem Sozialbereich arbeiten möchte. Besonders gefällt mir an der Fachschule für wirtschaftliche Berufe, dass mir an der Lehre etwas angerechnet wird, dass ich wählen kann zwischen Medien, Design und sozialen Bereich und dass ich Praxistage in der Schule habe. Ich habe die Fachschule für wirtschaftliche Berufe gewählt, weil ich beim Schnuppern einen guten Eindruck bekommen habe und mir besonders gefällt mir, dass ich keine Mathematik habe. Besonders gefällt mir, dass man zwischen Gastronomie und Mediengestaltung wählen kann. Ich habe die Fachschule gewählt, da ich später gerne einmal in einem Sozialbereich arbeiten möchte und die Krankenschwesternschule absolvieren will. Am Lehrplan der Fachschule für Dienstleistungsmanagement gefällt mir besonders, dass ich nach den 3 Jahren einen Abschluss als Bürokauffrau und Gastronomiefachfrau habe. Besonders gefällt mir an dieser Schule, dass man anschließend die Berufsreifeprüfung machen kann.